Hallo und willkommen zurück bei Batman Arkham City. Wir haben als letztes ein schönes, kleines, neues Spielzeug bekommen. Und das werden wir auch direkt mal einsetzen. Bam. So, jetzt geht das Ding auf. Oder? Doch, das dauert, glaube ich, ein bisschen. Quinn hat Okay, einfach nochmal gesagt, gegenschießen. ich muss weiter Joker suchen. Bam. Ah. Alles klar. Da ist das Ding auch schon offen. Ach, da sind wir auch nochmal gegenschießen. Okay, kein Ding. Machen wir. Boom. Auf. So muss das sein. Und hoch hier. Und dann, wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf da rein. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Okay, und da stehen schon die ersten. Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Und die hauen wir jetzt einfach Wieso? Mal. Hast du Schiss? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Das gefällt mir genau. Um. Okay, ja, das war halt einmal, um dagegen zu schießen. Also, um die Waffe mal auszutesten, wie die auf Feinde wirkt. Aua. Ich hingegen prügel mich eigentlich lieber hier durch die Menge durch. Bäm. Und einer meine. Ah, scheiße, einfach mal in die Luft geschlagen. Komm her. Zack. Zack. Ja, ist klar, mit den Dingen kann man die auch stunnen und so, ne? Und. Ja, scheiß drauf, jetzt geht's einfach weiter. Haben wir wieder ein bisschen was gewonnen. Cool, sicher. Kampfpanzer, ja, komm, nehmen wir auch. Einfach mal verbessern. Dü-dü-dü-dü-dü. Jetzt haben wir das Ding nämlich auch und jetzt können wir hier nämlich auch gleich weitermachen. Warte mal, können wir doch nicht einfach. Genau. Dagegen schießen. Oder auch. Hä, warte mal, wieso kann ich das denn. Soll ich das noch nicht machen oder was? Zu nah zum Feuern. Ich würde zerquetscht. Ach so, okay. Ich geh mal ein paar Meter daneben hin. Jetzt geht das. Bam. Okay. Ach nee, stimmt. Ich hab die falsche gedrückt. Pass auf. Jetzt hat er die ja von sich weggedrückt. Er soll die ja. Verdammt. Verdammt. Er soll die ja wegziehen. Jetzt. Können wir nämlich hier auch lang. Mal gucken, was es da so Schickes zu holen gibt. Bestimmt irgendein Fragezeichen oder sowas. Gucken wir uns einfach mal an. Da, 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 da. Okay, komm hoch. Ja, Tatsache. Fragezeichen. Ja, ja, wie gesagt, das wird also kein 100% Run. Fandest du das einfach? So war es auch gedacht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Du wirst bereuen, dass du mich hereinlegen wolltest. Du wirst meine Rätsel lösen und meine Trophäen sammeln. Du willst es vielleicht nicht, aber du musst. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Und weiter geht's. Hier durch die Tür durch. Da ist noch so ein komisches Teil. Komm zu! Wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du, dem geht's gut. Nein, du erzählst gar nichts. Nun, dann sag einfach, dass du nichts dazu sagst und dann erschießt du ihm ins Gesicht. Okay? Labe mal nicht so viel rum. Hier würden wir schon direkt rein. Ohne die Codes der Stadtverwaltung kann ich nicht darauf zugreifen. Ja, und die Codes müssen wir uns jetzt besorgen. Ist ja auch irgendwo logisch. Warte. Ba, 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 die da. Bin ich immer noch richtig? Ja, bin ich. Ah, jetzt, jetzt. Ah, genau. Jetzt weiß ich wieder, wie es ging. Wie bist du aus der Schmelzkammer rausgekommen, Batman? Was hast du gebaut? Sag's mir, sag's mir! Zu langsam! Bam.
Schon haben wir es noch nicht ganz gepackt, oder? Das müssen wir noch mal machen, wa? Probieren wir mal. Ja. So muss das sein. Hoch da. Harley Quinn hinter. Oh Gott. Wow. Na gut, die wollen also auf die Fresse, ja? Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Zack, zack. Das ist ganz schön nervig, dass er mir das immer noch anzeigt. Wie oft will er mir das denn jetzt anzeigen? Aua, verdammt. Ey, ich hab gekontert, du Lappen. Bam. Auch gekontert. Zack, 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 zack. Verdammt. Wow. Und den haben wir auch beiseite gehauen. Bam, bam, bam. Manchmal fühlt sich die Steuerung ein wenig verhakt an. Ich weiß nicht, ein wenig statisch so. Ist mir im Dings nicht so aufgefallen. Bei Batman Arkham Asylum. Und den haben wir auch noch. Und dann springen wir hier mal kurz weg. Und dann machen wir das. Keine Ahnung, was das bringt, aber es knockt ihn ein bisschen beiseite. Das machen wir einfach nochmal. Au. Und wieder rauf. Eigentlich den als Gegner finde ich den ganz witzig, den Typen. Und den machen wir jetzt doch sicher auch platt. Geht doch. Und hoch da. Kein Ding. Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zu Brei. Und für was? Wieso bist du so gemein? Überraschung! Bist auf den alten, kranken Jokerwitz reingefallen, Batman! Nächster Schlagmann! Klingt, als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten. Gut. Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen. Und was jetzt? Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Ich weiß. Keine leichte Wahl, was? Was werde ich tun? Croc suchen und dazu bringen, ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stillos. Ich bevorzuge es, solchen Dingen eine weibliche Note zu geben. Bleib, wo du bist, Ivy. Ich komm dich jetzt holen. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Gefällt das ziemlich ohne meine gut, Sachen dass, keine Chance. Batman sich immer so ein bisschen mit Catwoman abwechselt. Ich meine, okay, es ist ein Batman-Spiel und da kann man sich jetzt auch ein wenig ärgern. Aber mir ist das persönlich eigentlich relativ Wurst. Was macht die hier? Ich hab da nicht so ein Problem mit. Mit Catwoman. Da werden wir mal hin. Wie findet ihr eigentlich diesen Style von Dings? Von Harley Quinn? Weil die sieht ja ein bisschen anders aus als noch bei Arkham. Als noch bei Arkham Asylum. Und ich muss sagen, mir gefällt das Style hier ein bisschen besser. Ja, Catwoman macht das hier natürlich ein bisschen anders als noch bei. Also als Batman das macht. Bei Batman ist das natürlich ein bisschen fließender als bei Catwoman hier. Sie holt sich ja natürlich mit der Peitsche hier so ran an die Nummer. Dab, dab, da, die da. Dab, dab.
Wir sollen. Und da sind wir auch schon. Überhaupt rausfinden, wo sie lebt. Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Woher will er das wissen? Was fragst du mich das? Ich stelle seine Entscheidung nicht in Frage. Zack. Das solltest du auch nicht tun. Ich weiß, wieso ist der auf einmal so verdammt okay, angepisst? Warte mal. Sie müssen hier müssen wir durch, alles klar. Vielleicht weil Catwoman ihn über einen Saugertank hat hängen lassen? Wirklich? Ja, er hatte sie genau da. Bam. Aber kämpfen kann sie richtig geil. Okay, der ist ja schon down. Also das gefällt mir sogar besser als bei Batman, der Kampfstil. Aber durch die Welt flattern ist halt bei Batman einfach besser. Oh, und bam. Vor allen Dingen... Kitty Cat. Schön, zu Hause zu sein. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. Die Fähigkeit, oben an der Wand, so wie Spider-Man zu klettern, gefällt mir auch ganz gut. Warte. Da geht's jetzt nächstes hin. Da werden wir noch hin und dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen Cut. Also ich finde das jetzt auch ein bisschen geil, weil ich eben das hier alles noch nicht gespielt habe. Das ist gerade neu für mich, das zocke ich zum ersten Mal. So mit Catwoman, wie gesagt, das habe ich mir gerade erst runtergeladen gehabt. Vorher hatte ich das immer normal gezockt. Aber fürs Let's Play habe ich mir gedacht, komm, das geht schon mal. Wenn schon, denn schon. Da, bam. Ich muss leider immer wieder raufgucken. Dann würde ich hier auch wirklich nicht dran vorbeirennen. Denn das traue ich mir auch zu. So, da muss ich also irgendwie hin. Ah, bestimmt über das Teil dann. Und nochmal hier hoch. Okay. Oh verdammt, hat der eine Waffe? Ja. Hat er, aber wir versuchen ihm den Arsch. Der hätte ich vielleicht vorher aufpassen sollen. Bam, 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 bam. Das wird, glaube ich, nichts, oder da? Aua, verdammt. Oh Mist, das sind zu viele. Da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Oh nein, ey. Da gehen wir gleich down. Oh, tschüss. Bam. Hops gegangen. Okay, da habe ich jetzt eben nicht so drauf geachtet. Du hättest nicht herkommen sollen, Selina. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sage ich einfach mal ciao.